Ja, und hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Bioshock Infinite, also das Game habe ich mir jetzt ganz neu gekauft. Und also, ich finde, das sieht bis jetzt mal gar nicht so schlecht aus. Ja, starten wir mal das Spiel, also ja, nehmen wir mal normal. Ich bin mit dieser Art von Spielen noch nicht wirklich vertraut. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Also wir haben leider jetzt nicht ganz so flüssige FPS, wir haben jetzt so 30 FPS. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein, aber vor dir. Okay. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Was ist das? Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung. Wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein. Er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Okay. Also, im tieferen Sinn des Spiels habe ich hier wären wir. Dieses Dialogs nicht verstanden, aber ja, schauen wir einfach mal. Nichts versprochen. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns. Hey! Wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort zustande. Vielleicht ist ja drin jemand. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Alles klar. Ist jemand da? Hallo? Okay. Sollen wir Dinge durchsuchen? Also ich benutze jetzt einfach mal das Telefon. Ich meine auch nicht. Kriege ich diese Lade auf? Ach so, das sind eine Lichtstrahlen. Ich dachte, das wäre irgendwas Wichtiges. Da ist was. Wo ist das? Da. Okay. Wir haben jetzt ein bisschen Geld bekommen. Oh ja. Dann gehen wir einfach. What the fuck? Scheiße. Mal das Geld mit und ich glaube, wir sollten eine Waffe nehmen. Der Typ sieht nicht mehr ganz so gut aus. Moment mal, diese Karte. Also als erstes mal einmal. Was in aller Welt?
Treppe verschwunden. Das finde ich auch cool. Was ist denn da drin jetzt los? Soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Ja, wir sollen uns einfach mal fesseln lassen. Ja, das mögen wir. So, und jetzt? Mach dich bereit, Pilger. Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das ist nichts Gutes. Nein, verdammt! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000 Fuß. 15.000 Fuß. What the fuck? Halleluja! Okay. Was? Ist das geil? Eine Wolkenstadt. Es ist so wunderschön. Also ein bisschen Angst hätte ich da schon, wenn ich da drin sitzen würde, denn vielleicht stürzt das Ding ja ab. Ich weiß es nicht. Oh, das war geplant, dass wir da also landen. Ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen. Über den Wolken. Okay. Weil, ja, kann ich jetzt lesen. In the realm of rays, a finger for our own salvation. Ja, so. Schon in Ordnung mit den ganzen Sprüchen. Wir wollen jetzt, also ich will jetzt spielen. Ja, schön. Also schön gemacht ist das Ganze hier schon. Also das muss man wirklich sagen, dass das Ganze hier echt cool gemacht ist. Ja, und da taucht da schon die Lebensanzeige auf. Das heißt, es wird jetzt sicher nicht allzu ruhig werden. Ja. Bewegen. Finde einen Weg in die Stadt, okay. Nummer N. Ja, gut, da kriegen wir auch gleich Hilfe, wenn wir N drücken, das ist gut. Entschuldigung, wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Alles klar. Okay, hier geht's runter. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Und jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten, Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und sehet, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die 3 goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die 3 goldenen Geschenke der Gründer angenommen und nicht für unsere Erlösung gebetet,
Ist das ein Neuer? Aus dem Sodom unter uns? Angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt? Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Lobe den Herrn. Ich bring's hinter mich. Komm und werde geläutert. Halleluja! Jetzt werden wir auch nochmal getauft. Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber... gereinigt sieht er noch nicht aus. Naja, okay, jetzt haben sie uns da. Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleid und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Oho, what the fuck? Alles klar. Sondern unser Stolz ist die Realität. Nein, denn Stolz erschafft keine Realität. Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Okay. Ich muss mal markanten Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Also gut, ich muss das Mädchen finden. Fahren wir da mal runter. Oh, nicht springen, nicht springen, nicht springen. Zurückbleiben. Komm schon. Link Stadtpark dockt nur zwischen 9 und 10 Uhr morgens an. Gibt's morgen? Freut mich sehr. Ach, hab ihn verpasst. Da lässt sich bestimmt. Aha, ich hab Popcorn bekommen und das gibt mir Gesundheit. Perfekter Tag für die Feier. Limo für die Damen und Amüsement für alle Altersgruppen. Ja, schön, dass das Ganze hier gemacht wird. Das gibt's nicht für eine Liberty Scout. So, hier geht's weiter. Das ist hier richtig nett gemacht, also. Sorry, Mann. Du musst warten wie alle anderen. Also hier geht's anscheinend wirklich um Religion, großteils. Aber jetzt müssen wir hier extra warten, damit diese blöden Luftschiffe vorbeikommen und das nervt ein bisschen. Also hier ist zum Beispiel so ein ganz schöner Weg, wo man runterspringen könnte. Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schüssen. Okay, hier. Ich suche die Behälter nach nützlichen Objekten. Wo sind die Behälter? Ah, hier. Gut, nehmen wir einfach alles mit. Kann man ja immer brauchen. Hör auf, was du sagst, mein Freund. Solches Gerede fällt auf. Werd mir bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Ah, hier finde ich sie, haben sie gesagt. Telegramm für Sie! Hm. Telegramm für Sie, Sir! Der Witstop
Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Lutes. Was zum... Guten Tag, mein Freund. Hallo? Okay. Guten Tag. Ich kann es kaum sein Mensch. Ich auch nicht. Seinen Fingern abfeuern kann. Würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann? Würdet ihr das glauben? Nun, Freunde, ich sage euch, das sind keine Hirngespinste. Das sind keine armen Märchen. Junger Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft. Solo auf den Skyline. Die Vox Populi geht auf. Oho. Da müssen wir jetzt mitmachen. So, bockender Bronco. Oh. Ja, kostet 375 Dollar. Ich hab 13. Also ich glaube, das geht noch nicht. Möchten Sie Columbia einen Dienst erweisen? Zeigen Sie Ihr großartiges Können. Jagen Sie Daisy. Ich probier's mal. Die üblen Schurken der Vox Populi. Hier haben wir einen Mutigen. Also, schießen Sie auf die Vox, wenn Sie erscheinen. Treffen Sie genug, winkt ein Preis. Klar, also machen wir mal so eine Bonusmission. Erwischen, lege ich noch was drauf. Was soll hier passieren? Oh, verdammt. Oh, den Boxschlott an die Knie voran. Verdammt. Ein Schütze, wie er im Buch steht. Eine reife Leistung. Oh, den Boxschlott an die Knie voran. Ah, ja, da hinten steht die Fitze. Oh, fein. Eine reife Leistung. Komm schon. Ach, komm schon. Zweiter Platz. Verdammt. Also, ich habe Coins aber wenigstens gekriegt. Also, ich werde nochmal schießen, weil es lustig ist. Hier haben wir einen Mutigen. Also, schießen Sie auf die Vox, wenn Sie erscheinen. Einmal schaffe ich das. Jetzt kommt. Winkt ein Preis. Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzroy erwischen, lege ich noch was drauf. Reife Leistung. Reife Leistung. Wir haben Spaß geschafft. Komm schon. Oh, den Boxschlott an die Knie gepackt. Gut gemacht, Spaß. Verdammt, nein. Daisy Fitzroy. Aha. Ich hab den Bonus. Komm schon, komm schon. Meisterschuss. Reife Leistung. Komm schon. Ein Meisterschuss. Yeah, 20 Punkte. Erster Platz, sehr schön. So, eine Geldbörse. Danke. So. Oh, toll. Roboter hätte ich auch gerne. Ja, da geht's lang. Alles klar. Hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Sorry, mein Freund. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Der Eintritt ist daher Würdenträgern und VIPs vorbehalten. Schätze, ich zähle nicht dazu. Sind Sie der Chef? Jede Maschine wird Ihnen zu Willen sein. Geben Sie her. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Alles klar. What the fuck? What the fuck? Was ist denn jetzt los? Was war denn jetzt los? Press to turn machines into allies. Okay. Rechte Maustaste während Beherrschung ausgerüstet ist meine Maschine. Verdammt, was war das? Mir sagt sowas mit. Okay. Mann, da könnte den ganzen Stand hier hochstemmen. Graf, ist auch nicht alles. Falsch auf den Stand benutzen. Was ist denn da los jetzt? Also. Gut. Vier Geschmacksrichtungen. So viele? Gut. Was ist so falsch? Also. Naja. Ich verstehe das Spiel bis jetzt immer noch nicht allzu ganz, aber okay. Hast du da gerade Sturm?
gehe nach Monument, um irgendetwas zu holen. Ah, ich nehme das hier noch mit, denn wir haben keine Salze mehr. Gut. Naja, okay. Also, das war ja schon relativ informativ, diese erste Folge hier. Und in diesem Moment will ich mich jetzt für die erste Folge hier verabschieden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bewertet wie immer das Video. Bitte lasst einen Kommentar oder vielleicht auch sogar ein Abo da. Ja, würde mich sehr freuen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ciao.